Nur unsere Quote, die ist halt nicht so, wie wir sie gerne hätten, sagen wir es mal so. Auch wenn das Leben nicht immer einfach ist, egal was kommt, du schaffst das. Du bist nicht allein. Du bist wunderbar, so wie du bist. Und wir lieben dich, so wie du bist. Im Team spielst du wieder ganz vorne mit. Auch im Job bestimmst du deinen Weg. Wir sind alle für dich da. Du kannst selbstbestimmt leben. Wir helfen dir dabei, jeden Tag neu zu erobern, so wie du bist. Ja, wir haben, glaube ich, alles mitgenommen an Stau, was man so mitnehmen kann, speziell ab Ingolstadt, weil kam dann noch das Spiel der Münchner gegen die Frankfurter hinzu, also kam voll in die Rush-Hour und ja, das war also in die Halle rein umziehen und mehr oder weniger sofort ins Spiel gestartet. Von dem her war das schon sehr schwierig. Dementsprechend sah auch das erste Viertel aus. Ich glaube, das so deutlich hätte es dann doch nicht aussehen müssen. Wir haben danach auch besser ins Spiel gefunden. Aber das ist in jeder Halle, ist es dann immer so ein Ding. Die Bretter sind anders, die Ringe, wie auch immer. Unser Leid ist halt auch aktuell so ein bisschen die Trefferquote an sich von den Fahrmöglichkeiten und den Lösungen, die wir so suchen, ist es eigentlich sehr gut. Nur unsere Quote, die ist halt nicht so, wie wir sie gerne hätten, sagen wir es mal so. Das Zwischen nicht dabei war, ja, tat schon sehr weh, weil da hätte man noch ein bisschen mehr Druck natürlich aufbauen können, speziell auf die zwei Langen, die uns natürlich dann auch viele, viele Punkte eingeschenkt haben. Das hat in den Spielen davor immer sehr gut geklappt, mit ihm zusammen so dieses erste Forechecking zu machen und da so ein bisschen, ja, ich sag mal so, die erste Welle ein bisschen zu beruhigen, um dann wieder eine vernünftige Verteidigung zu spielen. Ich meine, gegen Berlin und Hannover haben wir natürlich auch 40 Minuten Presse spielen können, so. Aber ohne ihn ist es halt schon echt schwierig, dann das Ganze so aufzubauen, dass wir nicht hinten die Korbleger, sag ich mal, reingefahren bekommen. Weil, also irgendeiner wird immer weggeblockt. Ja, und der Weg dann zurück wird umso schwieriger. Ja, ich glaube, in Ulm passiert sehr, sehr viel Positives, auch aufgrund dessen, dass man einfach so einen großen Verein dort hat. Viele kenne ich auch noch aus der Zeit, wo ich in Augsburg gespielt habe. Da war die Verbindung nach Ulm natürlich auch immer sehr groß. Wir haben ja, viel untereinander trainiert, auch mal in Ulm, mal in Augsburg und so weiter. Also da ist natürlich dadurch, dass ich lange in Stuttgart gelebt habe und dadurch da auch gespielt habe, ja, einfach noch Verbindungen da und ja, es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Und wenn man jetzt so das betrachtet, was wir abgeliefert haben gegen München und das betrachtet, was Ulm abgeliefert hat gegen München, wird es, glaube ich, ja, eine spannende Partie. Und ja, dann hoffentlich mit weniger Krankheiten als jetzt wie gegen München und mit etwas entspannter Anreise. Dann werden wir uns auch ein bisschen besser auf den Court einstellen können und aber auch auf die Gegebenheiten und uns auch ein bisschen besser besprechen können vor dem Spiel als jetzt in die Stühle und auf geht's. Ja, es hat halt jeder so seine persönlichen Dinge. Bei mir war es ja auch am Anfang der Saison eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele ein bisschen mit, auch aufgrund der Diagnose, die ich einfach habe, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das ein bisschen, um wieder langsam in den Sport zu kommen. Und habe da natürlich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass wir jetzt 6 Wochen am Stück immer jeden Samstag ein Spiel haben, beziehungsweise auch einen Sonntag. Ja, ich glaube, das ist so das grundsätzliche Problem, was jetzt in der zweiten Liga einfach der Punkt ist, dass wir da die genaue Terminplanung nicht hatten und man
ja, letztendlich keinem böse sein kann, der dann nicht kann oder der dann auch mal krank ist. Ich meine, die Phasen haben wir, ob auf Arbeit oder sonst irgendwo in Kliniken, das ist so das Grundproblem, was wir im Moment haben. Und ja, auch da habe ich bei mir immer gesagt, es kann immer wieder sein, dass von einem auf den anderen Tag es heißt, okay, es geht nicht, weil ich halt nicht fit bin oder das nicht funktioniert. Von dem her, ja, will ich keinen Vorwurf machen, aber macht die Situation natürlich nicht besser. Ist einfach für die Planung von Anfang an sehr schwierig gewesen. Ja, das ist eine spannende Frage. Also, wenn man es rein von den Ergebnissen sieht, ist definitiv Ulm ein schlagbarer Gegner. Das sehe ich definitiv so. Wenn man Bayreuth und München anschaut, ist es, glaube ich, nochmal ein Step drüber. Aber an einem guten Tag kann auch das funktionieren. Von dem her will ich zu nichts Ja und nichts Nein sagen. Also es ist, glaube ich, nicht ganz unverdient, dass wir tatsächlich die nächste Runde erreicht haben. Bei dem, ich sag mal, möglichen Trainingsaufwand, den wir hier so haben, den ich für mich persönlich auch habe, als das ist schon mehr, als wir, ja, glaube ich, gedacht haben zu erreichen. Aber man merkt halt, dass durch einen guten Team-Spirit wir da zueinander finden und immer mehr wissen, was der eine vom anderen will. Und wir natürlich auch eine gute Mischung haben, von alten Haudegen bis hin zu ganz jung, ist das, glaube ich, schön für alle Seiten und jeder kann von jedem ein bisschen was mitnehmen und genau davon, ja, sieht man gerade, dass wir da gewisse Stufen erreichen und die halt immer besser werden. Also 2020 habe ich ja meine Diagnose Leukämie bekommen und seitdem war das immer ein Auf und Ab von den Therapien und so weiter. Mittlerweile haben wir echt eine gute gefunden, die nächstes Jahr dann auch sehr wahrscheinlich mal pausiert werden kann, sodass es heißt, okay, ich werde so ein bisschen weniger an Nebenwirkungen haben, aber jetzt bin ich halt in der Studie, wo man halt gucken muss, okay, wo geht die Reise hin? Aktuell ist der Einzige, der das entscheidet, wo die Reise hingeht, mein Körper. Und auf den höre ich aktuell. Ich versuche immer mehr in meinen Alltag einfließen zu lassen und musste in der Zeit einfach lernen, dass Druck nicht das richtige Mittel ist. Vorher war mein Tag getaktet durch Trainingsplanung und durch das, was ich halt, ja, was auch mein Ziel war, die Paralympics im Triathlon, was dann durch die Krankheit halt nicht möglich war. Und jetzt ist es halt daran, gesund zu werden und in dem Rahmen halt das machen zu können, was mein Körper zulässt. Wohin die Reise geht, da ist ein großes Fragezeichen. Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Werde ich dann vielleicht Mitte des Jahres wissen oder ja, wenn mein Körper mir sagt, okay, der Rahmen ist okay und der Rahmen ist nicht mehr okay. Und das ist schon, ist relativ schwierig, das zu beurteilen jetzt so.